Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sava. Ich bin in Aiswarr tätig für Workout, Yoga, Pilates, Dance und Step. Und heute, ich werde euch ein paar Übungen zeigen, sind eigentlich nur für Beine. Das sind 5 oder 6 Übungen und dann am Schluss ein paar Bauchübungen. Und diese Übungen kann man jederzeit 2 oder 3 Runden machen. Die Wiederholungszahl sind zwischen 3 Sätze oder Maximum 4 und ein Satz ist mit 8 Wiederholungen. Die erste Übung, natürlich, wo wir uns aufgewärmt haben, ist einfach klassisches Squat und dann nach dem Squat kommt eine Body Cross. Ich zeige euch die Übung und die Anfangsposition so, dass die Beine weit, ein bisschen breiter als die Hüften sind und du schaust, dass sie eine schöne Kontakt mit dem Boden hast, der Fuß und Boden binden eine Team. Also du gehst nicht auf die innere Kante, du gehst nicht auf die äußere Kante, du platzierst die beiden Füße so, dass du schönen Abdruck auf den Boden machst. Dann du richtest die Schulter zurück und du schließt die Bauchmuskel und jede Zeit, wenn wir, egal welche Übung wir machen, du arbeitest immer in die Länge. Versuch die jede Übung in die Länge zu ziehen. Die Arme sind hier und wenn du Kniebeuge machst, runter, du achtest, dass die Knie nicht nach vorne gehen. Stell dir vor, diese Wand vor dir und wenn du Knie beugst, du berührst diese Wand nicht. Also von hier, Endposition ist hier, mit Schulter sind nach hinten aufrichten, der Nacken ist gestreckt, Bauchmuskel, wie gesagt, sind aktiv und das ist die Endposition bei der Kniebeuge. Von hier, du kommst hoch und dann wir gehen in Balance, wir ziehen die eine Knie hoch in diese Body Cross mit Knie ab. Und dann du landest wieder in der Mitte und dann gehst du auf die andere Seite. Der Fokus ist immer nach vorne und hier mit der Ausatmen. Hier ein, mit der Ausatmen, Crossbody. Ja, das ist die erste Übung. So, wir machen das jetzt hier. 3 Sätze und die Anfang, wie gesagt, Fußkontakt, Schulter zurück, verlänge Rücken, Bauchmuskel schließen, Hände hier. Und einatmen, ausatmen. 3 und 4, lang werden, 5 und 6. Ich mache das seitlich, beobachte meinen Rücken, dass du immer gerade bleibst. Und zweiter Satz und ab. 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Noch eine Runde. 8 Wiederholungen. Ausatmen 1. Ausatmen 2. Und 3. Und 4. Und 5. Und 6. Und 7. Und 8. Und das ist deine Übung 1. Bei der zweiten Übung, wieder Beine, die Anfangposition, Beine sind hüftbreit jetzt. Und dann Becken geht nach vorne, Brustbein hoch. Und dann wir machen einen Schritt nach vorne mit dem rechten Bein. Das ist die Schritt 1. Wir bleiben hier 2, 3 und 4 und zurück. Das ist nur der Anfang. 1, 2, 3 und 4. Bei 1, du kommst mit den Knie runter, bei 2 hoch, 3 und wieder zurück. Und das ist hier 1 Knie runter, 2, 3 und deine 4 ist zurück. Und dann machst du wieder Schritt nach vorne. 1 und achte auf die Knieposition, dass du nicht nach vorne kommst. 2 hoch, 3, bei 4 zurück und dann wieder links. 1, 2, 3 und 4. Das ist deine zweite Übung. Wir machen das auch. Jede Seite circa 10 Wiederholungen, also gesamt 20. Arme hier, still, Fokus mehr auf die Unterkörper, Oberkörper bleibt ganz still. Und die Bauchmuskeln unterstützen den Rücken, dass wir nicht vorwärts und rückwärts wackeln. Auch gleichzeitig die Knieposition. Also Bauch ist sehr wichtig, dass immer aktiv bleibt. Wir fangen mit rechts. Und 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3. Schulter immer aufrichten und 3,
2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4 und 8. Die Schulter ist immer groß und du achtest zuerst auf die Knieposition. Immer hinter Fußspitzen und 10. Falls jemand möchte, kannst du mit den Armen gehen, tief, hoch, tief und links. 1, 2, 3 und hoch und 1, 2, 3, 4 und ab. 2, 3, noch 6 Wiederholungen und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 und ab. 2, 3, 4. Wir gehen auf die letzte 2 Wiederholungen und ab. 2, 3, 4 und das war deine Übung 2. Wir machen eine kleine Pause. Übung 3, weil wir jetzt mit rechts und links gemacht haben. Jetzt will ich den Fokus nur auf eine Bein. Wir belassen nur eine Bein, das ist die rechte Bein. Also das war dieser Schritt, was wir schon von Anfang gemacht haben, diesen Schritt nach vorne. Und jetzt, wir bleiben bei diesem Schritt nur rechts. Rechte Bein nach vorne, hier Becken, nach vorne gerade, Brustbein in die Mitte, Schulter zurück, Ohren, Schulter, großer Abstand, wieder in die Länge zieh den ganzen Körper und das kannst du ohne oder mit Arme. Wir machen die erste 10, wir haben 20 Wiederholungen, ohne Arme und dann mit 20 mit Arme. Ready? Und 1 und 2, in die Länge zieh, Bauchmuskel angespannt, 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9, falls du möchtest auch mit den Armen, du gehst in die Länge wieder, 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6, noch 4 Wiederholungen und wir steigen das mit einem Level, wir gehen gleich nach der 2 Wiederholung Balance, das wird ein bisschen schwer und jetzt, du bleibst unten. Fokus in der Mitte, Bauch aktiv, Körpergewicht nach vorne verlagern und du gehst in die Sternwaage, Arme sind hier seitlich, bleib da und seitlich sieht so aus, Sternbein leicht gebeugt, Becken ist parallel mit dem Boden, Arme gestreckt und du atmest 10 Atemzüge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Kleine Pause, jetzt machen wir die linke Seite auch. Also 20 Wiederholungen. Das heißt, links nach vorne, die erste 10 kannst du ohne Arme und die letzte mit Arme. Okay, nochmal, gerade mit dem Becken, Bauchnabel ein, Brustbein hoch, mach dich oben ganz stolz, Schulter zurück, Nacken gestreckt und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7, ich mache das seitlich, aufpassen, dass die Knie wieder 9, nicht über die Fußspitzen geht, jetzt mit der Arme, wenn du möchtest mit Arme 1 und runter und 2 und runter, 3 lang werden, du kommst runter, 4 in die Länge zieh, komm runter und 5 in die Länge, zurück, 6 in die Länge und 7 und 8, 9 und 10. Wir bleiben unten, Fokus nach vorne, Körperansatz geht nach vorne, Balance und dann langsam, wir gehen auf den Sternwaage, Becken parallel mit dem Boden, Sternbein ist leicht gebeugt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und relax. Einmal ganz einfaches Kicks. Und am Schluss, wir machen 2 Bauchübungen. Und dann dieses Short oder kurzes Workout ist done. Ja?
Okay, wir gehen jetzt auf die klassische Plank Position, das heißt das Brett. Bei Brett, wir achten, dass die Schulter, wenn du hier von vier Fußstand bist, deine Schulter sind immer stabil. Wir achten, dass die Schultergelenk stabil bleibt und die Arme schulterbreit. Wenn du die Beine streckst, falls du mit der Option gestreckte Beine magst, du achtest, dass der Rücken oben auf dem Tischposition hältst und nicht auf die Hängematte. Das machen wir nicht. Ja, du gehst nach oben und du bringst den Rücken auf die Tischposition und wir bleiben hier circa, wir zählen bis 20, ganz still und 1, halten, ein, ausatmen, 2, ein, ausatmen, 3, ein, ausatmen, 4, ein, ausatmen, 5 und 6, 7, 8, 9, 10 und 1, atme aus, 2, atme aus, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und du kommst auf dem Knie und du machst kleine Pause auf die Position des Kindes. Du streckst den Rücken, die Atemzüge langsam beruhigen. Und eine Übung noch, und die Übung vom Bauch ist auf dem Knie. Das ist von hier aus. Stell dir vor, du hast einen Tennisschlag. Und da gehst du von den Rücken aus, also nicht von der Schulter, von Rücken aus, von dem Brustkorb aus, und diese Schläge nach rechts und links. So mehr du schneller bist, so mehr du mit tiefsten Bauchmuskeln arbeitest. Versuch, diese Dynamik zu erreichen. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5, 6. Schulter bleiben immer runter, weg von den Ohren. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Letzte Runde. Und 8 und 7 und 6 und 5 und 4 und 3 und 2 und 1. Arme hoch. Und das ist deine short, very short Workout. Es kann 10 bis 12 Minuten dauern. Nach Zeit, wenn du zu Hause ein bisschen mehr Zeit hast, du kannst die Übung 2 oder 3 Mal wiederholen. Ich zeige dir nochmal nur für dich die Übung 1 und 2 und 3. Übung 1, Kniebeuge, Squats und Body Cross. Ja, und das machst du auch 3 Sätze, also circa 20 Mal. Übung 2 geht mit dem rechts und links Wechsel. 1, 2, 3, 4 Wechsel. Jede Seite machst du 10 Mal gesamt 20 Wiederholungen. Oder du kannst auch gleichzeitig mit den Armen von Anfang bis Ende. Übung 3, Fokus nur auf die rechte Seite. Rechte Bein, 20 Wiederholungen. 1, du kannst anfangen ohne Arme. Und dann mit Armen, gesamt 20 Wiederholungen und dann Balance. Standbein ist rechts, leicht gebeugt, Nacken, Rücken gestreckt. Wie ein Flugzeug, du bleibst hier 10 Atemzüge und dann machst du dasselbe mit links. Auch 20 Wiederholungen, mit oder ohne Arme und dann wieder das. Wieder Standwaage. Und dann, wir gehen auf den Bauchübungen, das sind die Plank Position. Wir bleiben hier circa 20 Atemzüge, ganz ruhig und still. Und dann die letzte Übung ist einmal von hier aus, 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 aus. Und das machst du auch circa 20, 30 Sekunden und dann relax. Und dann kannst du von vorne wieder 2, 3, auch 4 Runden, falls du Zeit hast. Ich danke dir und viel Spaß.